Stravete und herzlich willkommen. Im heutigen Video lassen wir unseren Ziegenbock kastrieren und wir nehmen euch mal mit. Das Ganze sollte schon vor einiger Zeit passiert sein. Wir wurden immer wieder vertröstet und jetzt habe ich gesagt, uns macht das auch nichts, wenn wir jetzt mit dem Auto da runterkommen. Unser Bus ist ja derzeit nicht aktiv, der fährt nicht, der hat einen Motor kaputt. Und ich habe gesagt, wir kommen auch mit dem Golf. Irgendwie kriegen wir das hin. Hauptsache der Bock, der wird kastriert. Ja, und jetzt machen wir uns mal los. Der Arme wohnt nämlich hier vorne derzeit in unserem Toilettenhäuschen beziehungsweise im alten Schweinestall. Da ist er und die Mädels, die wohnen da drüben. Und wir haben das jetzt vor ein paar Tagen wieder erlebt. Sobald der Bock dann draußen ist, dann fährt er sein Gerät unten aus und dann gibt er alles, dann springt er auf die Mädels drauf. Der Arme weiß noch gar nicht, was ihm blüht. Ich mach den jetzt mal hier los. Ja, ist eine Leine, ne? So. Ich habe keine Ahnung, ob das klappt. Auf. Ja. Dann komm. Just heute haben wir auch noch einen Platten an unserem Auto gehabt. Ich habe jetzt so ein Notrad aufgezogen. Das alte Rad ist kaputt, auch schon alt, porös. Da müssen wir jetzt auch noch gucken, ob wir vorher noch irgendwie einen Reifen kriegen. Aber hiermit können wir auf jeden Fall fahren. Das klappt. Ich weiß noch nicht richtig, wie ich das anstelle, aber Lena wird fahren und ich werde mit dem Bock hinten sitzen. Wenn wir den hinten jetzt alleine lassen, dann kommt er mit seinen Hörnern hier an die Scheiben. Womöglich auch noch da durch. Ich weiß nicht. Böckchen. Wäre echt kein Plan jetzt. Nehme ich den jetzt so, dann vor mir. Pass mal auf. Dann machen wir so. Ja, so ist glaube ich nicht verkehrt. Ja, ja. Ja, ja. Das brauchen wir gar nicht. Scheiße. Wir klettern mal so. So, ich habe unten drauf. So, wir wären jetzt drin. So, ja, ja, ja. Ja, ja. So kannst du rausgucken. So weit, so gut, ne? Okay, also so könnte es gehen. Ich hoffe nur, der köttelt jetzt nicht. Oder pisst. Klappt doch ganz gut bis jetzt. So, wo wir gerade hier so entspannt fahren, erzähle ich euch jetzt mal, warum wir überhaupt diese Kastration machen. Also wir wollen überhaupt gar keine Babys mehr haben, keine Ziegenbabys. Und außerdem wollen wir ja, dass die Ziegen zusammen wohnen als Familie und er muss dann eben getrennt sein von denen. Das ist blöd für ihn und für die Mädels auch. Die knuddeln immer ganz gerne zusammen und ja, das geht nicht, der ist getrennt und jetzt wurden wir so oft vertröstet wegen der Operation und jetzt freuen wir uns, dass heute dann doch endlich passiert. Oh, das geht besser als gedacht, allerdings ist mir jetzt super warm. Er macht das hier entspannt, findet alles interessant hier, knabbert ein bisschen an dem Teppich rum. Aber ich würde so gerne meine Jacke ausziehen, aber es geht nicht. So, die 20 Kilometer, die haben wir schon mal geschafft. Jetzt gucken wir mal, ob wir so einen Reifen kriegen oder so einen Reifen zumindest bestellen können. Machen wir die ganzen Sachen vorher, weil nachher der Arm wird bestimmt auch Schmerzen haben. Da wollen wir nur noch strack nach Hause fahren. Da rein direkt? Hier vor, nee, nee, dieses rosa Häuschen hier. Also hier kann ich stehen bleiben. Ja, ja. Nein, dobre Zähne. Das klappt doch gut.
Ich bleib dann bei ihm. Okay. Ja, das war nix. Hier arbeitet heute keiner. Oder überhaupt gar nicht mehr. Keine Ahnung. Hey. Nicht bei ihm. Ah, er hat gemerkt, dass es eine Scheibe ist, dass er da nicht durchkommt. Da saß ich gerade und das ist nicht von mir. Ekelhaft, der Typ, ey. Uah. Na prima. Lemmy, was hast du gemacht? Geschissen. Oh. Alter, wie kann man denn so viel kacken? Boah, was ein Scheiß, wa? So, gut, dass wir das dabei hatten, sonst hätte ich hier noch länger gewischt. Okay, da kann ich mich widersetzen. Ich muss mich widersetzen. Ich bin klatschnass, wirklich. Schon da drin. Um Himmels Willen. Es gab eine Lokalanästhesie und jetzt steht er schon wieder hier. Das war halt eine Sache von, weiß ich, 3-4 Minuten. So einer Zange. Wollt ihr die mal sehen? Also jetzt ist auch genau die richtige Zeit. Jetzt können wir den Ryan noch von der Schule abholen. Vielleicht ist er ein bisschen früher da. Gucken wir mal. So, jetzt warten wir hier vor der Schule, dass der Ryan dann endlich mal kommt. Lena ist gerade mal losgediegert und guckt mal, wo er bleibt. Hallo. Genau, sind wir wieder zu Hause. So, der Kollege muss jetzt noch so 2-3 Wochen alleine sein. Und dann darf er wieder zu den Mädels drüber. Diese Zange, mit der das gemacht wurde, das ist eine sogenannte... Hilfe. Ja, ich wollte was erzählen. So, diese Zange, mit der das gemacht wurde, das ist eine sogenannte Burdizzo-Zange. Damit werden halt die Samenstränge mit einem kräftigen Quetscher dann abgeklemmt. Kommt dann halt nichts mehr durch. Und ja, deswegen auch eine ganz unblutige Sache, passiert gar nichts. Er hat vorher eine Spritze bekommen, Lokalanästhesie. Und dann ist mit Jod nochmal gearbeitet worden und dann eben diese Zange. Ihm geht soweit ganz gut, er steht da unten jetzt rum. Alles cool, jetzt müssen wir halt, wie gesagt, die 2-3 Wochen noch warten und dann ist unsere Ziegenfamilie endlich auch noch wieder zusammen. Ja, und damit war es das für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Bleibt nichts mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Kommt auch bald in Kürze, weil wir haben einen neuen Hund. Das heißt, einen dritten Hund. Kann man die hier sehen? Der laute Kollege. Von zeige ich jetzt diesmal aber nicht so viel. Das gibt es dann wahrscheinlich in einem der nächsten Videos. Ich habe schon ein bisschen was geschnitten. Kommt dann in Kürze. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Dovidaniele. Ciao.